Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie gewohnt euer Smogmaster-Team am Start mit Kashi, Matze und Danny. Und heute wieder Let's Smog Together mit dem Micha. Ja, danke. Lass aber Tachchen sagen. Tachchen. Tachchen, so. Heute am Start ein sehr gehypter Tabak, sondern nämlich der Alfaka Cigar Vanille. Den haben wir ausländisch besorgt. Sehr teuer für 50 Gramm. 8 Euro. Ja, ist teuer. Inklusive Versand. Plus natürlich. Versand, also. Oder inklusive? Ja, die 8 Euro waren. Da ist der Versand mit inbegriffen. Trotzdem teuer. Also, aber vom schon Geruch her kann man echt sagen, ne? Einfach nur geil. Also, ich finde den total Hammer. Der riecht echt übertrieben gut. Also, ich habe mir gerade den Kopf gemacht und die riecht einfach schon alles nach diesem. Aber. Micha, was sagst du? Smells. Riecht auch wie so eine ja. Vanille-Zigarre, ne? Sollte man echt die Zigarre aus dem Döschen holen, einmal so. Ah. Ah. Ja, echt geil. Ja. Zweier. Ja, riecht echt ziemlich gut. Also Vanille riecht man mega gut raus. Ist die 70-30 Mischung, also 70 Vanille, 30 Zigarre. Der ist extremst feucht und der Schnitt ist einfach super gut. Warte nicht zu viel, sonst fällt mir das hier noch runter. Da. So. Da. Super guter Schnitt, ganz ehrlich. Und ja, wie gesagt, feucht wie sonst was. Also. Besser geht's nicht. Ah, nee, lass fallen, verstehst du, okay. Alter, die liegen alle auf dem Boden. Also, dampft jetzt ein bisschen. 3 Kohlen, 4 Brandlöcher. Ja, Mats ist Brenner scheiße. Ja, natürlich. Siehst du natürlich an den Kohleanzündern. Also, wir sind auf jeden Fall auch auf der Suche nach einem neuen Kohleanzünder. Sind auch am Überlegen, ob auf 400 Euro Basis oder hauptberuflich. Könnt ihr euch natürlich melden, wenn ihr einen Job sucht gerade. Genau. Einen Kohleanzünder. Umgebung NRW, Kohleanzünder einfach melden, wer da Zeit und Lust hat. Weiblich. Wird bei Paschi natürlich immer bevorzugt. Ich kann ja unten schlafen. Wir haben eine Couch. Also. Dann wollen wir mal anziehen. Und ja. Hier riecht es ein bisschen nach Teppich, aber ansonsten. Ja. Ansonsten riecht es nach diesem geilen Tabak. Ja, 70, 30. Ich, wie gesagt, also ich habe auch jetzt immer wieder versucht, irgendwie einen Vergleich zu finden, aber. Also, wir haben noch. Das erinnert mich irgendwie an irgendwelche Bonbons. Na, ich hätte auch mal eine richtige Zigarre, wenn ich eine Zigarre holen soll. Ja, die Dinger, die man für 1 Euro dafür 4 Stück bekommt, das ist ja. Wir haben übrigens auch noch ausländischen Alfaka Vanille pur da. Den werden wir auch noch ausprobieren, um mal den Unterschied zu wissen. Also, was die Pipe in dem Vanille-Pipe ausmacht. Also, die Zigarre in dem Zigar-Vanille. Man merkt schon, der ist stark. Also, allein schon vom Geschmack her. Ja, genau. Umso besser. Dankeschön. Ganz allgemein, außer vom. Der ist der. Auch von der Ausländischen würde ich sagen, der ist viel stärker als sonstiger Tabak. Das ist richtig gut nach Vanille. Findest du? Mhm. Aber dieser Zigarrengeschmack kommt auch noch durch. Auf jeden Fall. Soll es ja auch sein. Also, der ist ja schon länger gehypt, also im Internet. Deswegen haben wir uns mal echt gewundert, was daran so toll ist. Und wir haben einfach mal besorgt. Einfach mal zum Ausprobieren. Jedoch der Preis war immer so ein bisschen schreckhaft. Ne? Wie gesagt, 8 Euro plus alles, 50 Gramm, nicht günstig. Ansonsten von der Qualität total in Ordnung, super zufrieden sind wir damit. Vom Geschmack her, anders als gewöhnlicher Tabak. Ja, also die Vanille ist echt ziemlich deutlich. Das, ich schmeck da ein bisschen Karamell irgendwie was Karamelliges irgendwie. Ich erinnere das an irgendein Bonbon, aber ich komme da einfach nicht drauf. Ein bisschen Werthers Original irgendwie. Diese mit der Karamellfüllung.
Ein klein bisschen. Man kann echt sagen. Das nicht. Ich auch nicht. Wie erinnert das irgendwie an so einen Kuchen oder so, ne? Also Vanillekuchen. Doch. Also Vanille ist echt super. Aber das schmeckt echt nach irgendwas, was ich kenne. Vanille alles. Ne, diese Bonbon-Vanille ist es nicht. Ne, nee, auf keinen Fall. Das ist schon so eine richtige Vanille-Schote. Ja. Ja. So. Ja. So riecht und schmeckt es auch, würde ich sagen. Ich hab da echt so Vanille-Schote auf und mit einer Messerspitze da reingetan. Ja? Schmeckt echt gut, also bin echt begeistert davon. Ja, kann ich halt verstehen. Ja, auf jeden Fall. Bin echt gespannt auf den puren Vanille, den haben wir jetzt auch noch nicht probiert. Dann die Vanille noch ein bisschen besser rauskommt und wir dann vielleicht im Vergleich dann zu so einem Vanille-Eis bekommen, wäre auch cool. Und Vanille-Eis rauchen. Ich finde, man schmeckt auch diesen typischen Zigarrengeschmack sehr leicht raus. Auf jeden Fall. Klar. Das ist eine gute Mischung. Ja, 70-30 ist Standard, so. Gibt es auch andere? Ja? Gibt es auch andere? Ja, du kannst, also ich konnte mir die jetzt selbst aussuchen. Ja, das ist halt so, wenn man die privat verkauft und die dann halt ein Kilo Eimer haben, dann kann man die sich halt aussuchen. Das ist jetzt auch ein privat Auktionshaus auf Facebook. Und ja, dann kann man die sich halt aussuchen, welche Mischung man da haben will. Ja, kann man halt variieren dann, ne? Aber 70-30 ist halt Standard und ja, zum Probieren wollte man direkt mal, oder wollte ich persönlich jetzt direkt mal mit dem Standard, mit der Standardmischung anfangen. Einfach mal. Ich glaube auch, wenn ihr jetzt 50-50 nehmen würdet, dann Vanille wird nicht mehr so gut rauskommen. Ja, genau. Ja. Also da kommt das Vanille schon ziemlich gut raus, aber auch nicht so stark, dass man die Zigarre nicht mehr schmeckt. Für mich würde das jetzt nicht nur nach Zigarre schmecken, also ich finde das nicht. Vanille ist schon ein guter Punkt, der da mit drin ist, also auf jeden Fall finde ich das. Ja, passt. Schon. Also es passt. Ehrlich, es passt. Tabak ist total geil. Kann man echt nichts gegen sagen. Hätte ich echt nicht gedacht, weil so, man denkt ja immer so als Shisha-Raucher, wir rauchen ja auch keine Zigaretten oder so, und dann denkt man halt so, ja, Zigarre, kann das schmecken mit Vanille als Shisha-Tabak? Aber ganz ehrlich, voll überzeugt eigentlich. Ja. Ich finde, die Zigarre wird jetzt etwas stärker. Ja, die Zigarre, ich würde auch mal sagen, die Zigarre, die merkst du schon richtig im Hals, ne? Die Frage ist, wie stark das noch wird. Also, wenn der Vanille bleiben würde, finde ich total gut. Aber die Zigarre sollte nicht zu stark werden, meiner Meinung nach, oder? Und dann versaugst du dann. So wie jetzt ist eigentlich okay. Also beim Anziehen hast du richtig stark die Vanille. Ja. Und jetzt kommt. Jetzt kommt Zigarre, Probleme. Ja, kommt Zigarre durch. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon Zigarren mit Vanillegeschmack geraucht habt. Die schmecken ja weniger stark nach Vanille, würde ich sagen. Das schmeckt richtig gut nach Vanille, jetzt schmeckt nämlich schon 70-30. Kommt stärker durch, ne? Merkst du das? Ja, auf jeden Fall. Aber es schmeckt immer noch. Ich finde auch, ja, trotzdem nicht zu stark an Zigarre, sondern es ist einfach nur Zigarrengeschmack mit dabei. Auf jeden Fall ein Tag, den ihr auf jeden Fall mal holen solltet. Wenn er nicht so teuer, dann. Ja, auf jeden Fall. Also, um es mal so zu sagen, wir sind, wie gesagt, ja eher so die Fruchtfans, aber ganz ehrlich, also. Ja, zwischendurch geht das. Ja. Richtig, also der. Auch permanent rauchen können, also. Aber der schmeckt trotzdem voll okay. Also den kann man auf jeden Fall öfter in der Woche rauchen. Also. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ja, ansonsten. Auch gute Qualmentwicklung, muss man sagen. Ja, es ist auch schön, gar nicht. Ja, ausdrücklicher Tabak. Ja. Qualmt, wie er soll, wie er muss. Ist das jetzt Alfaka oder was ist das? Das ist Alfaka, ja. Ansonsten sind wir am 17. und 18. August auf dem Spackfestival unterwegs. Das ist in der Nähe von Koblenz, genau in Würkens. Würges heißt der Ort. Aber ich denke mal, wenn unsere Zuschauer da irgendwie sein sollten, dann wissen die 100%, wo es ist. Und naja, wir werden auf jeden Fall auch ein paar Videos da machen. Einfach mal so. Ja. Bisschen abgehen, gucken, wer da so auf der Bühne steht. Und dann nehmen wir das einfach mal auf und. Einfach mal unsere Eindrücke dazu. Ja. Wir waren einfach mal so privat und noch draußen am Festival. Das wird auf jeden Fall lustig, Leute. Denn privat immer nur am Faxen da machen. Das kann ich mal schon so schon sagen. Wenn ihr dabei seid auf dem Spackfestival, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht sieht man sich ja oder macht was aus. Das wird auf jeden Fall cool. Also die Lunte haben wir auf jeden Fall mit. Ein paar ordentliche Tabaksorten. Und dann werden wir, glaube ich, mal zusammen ein Köpfchen rauchen, wenn da jemand am Start ist. Des Weiteren. Am 22. ist der Samstag, sind wir auf der Gamescom anwesend. Mit unserem Clan, Zocker-Clan, den Sud-Clan. Den Link werden wir in die Beschreibung posten. Den sind wir auf jeden Fall unterwegs.
Da werden auch einige schon anwesend sein, wie ich das mitbekommen habe in der Community. Und wäre auf jeden Fall cool, wenn wir uns da mal alle zusammen irgendwie treffen und einfach mal nur so ein kurzes Video machen, ne, für die Community halt, alle mal Hallo sagen. Jo, genau. Weil das schmeißt zusammen, Leute. Das laden wir natürlich auch hoch. Da ist die Pfeife leider nicht am Start. Das ist leider, da ist die Pfeife mal nicht am Start. Also auf der Gamescom natürlich nicht. Auf die PS4 stellen, so. Genau, setzen wir uns mit den neuen Herstellern, mit Sony und Windows zusammen. Ja, die rauchen Köpfchen mit uns. Klären wir das mal ab. Ja, genau. Dann könnt ihr ja testen, wie die PlayStation und die Xbox so als Shisha-Untergrund sich eignet. Ja. Ja, also schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr dabei seid. Wäre auf jeden Fall cool. Nein, weiter rauchen, oder? Richtig gleich, ja? Nee, der ist zu gut, der Tanner. Nee, der schmeckt wirklich ziemlich gut. Also wenn ihr den bekommt, dann greift zu. 8 Euro sind da auch noch, muss ich mal dazu sagen, auch noch voll okay, weil... Lohnt sich auf jeden Fall. Da ist auch noch 50 Gramm Shot und da kriegen wir auf jeden Fall noch 2 Köpfe mit hin. Also. Ja, und dann insgesamt 5 Köpfe. Also ich finde, der Zigarrengeschmack pendelt sich so langsam ein, ne? Also so bleibt er jetzt. Ist jetzt nicht stärker geworden. Nee, er bleibt. Das ist genau richtig. Und angenehm auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall angenehm ist der. Also Zigarre pur, kein Fan von. Zigarre Vanille, auf jeden Fall. Voll okay. Vanille kommt noch. Bin ich auch schon gespannt drauf. Ansonsten würde ich sagen, das war's mal wieder für uns. Für heute. Wir genießen Tabak zu Ende. Ja. Ja, würde ich sagen, das war's von uns. Euer Smokebusters Team und... Und er ist auch dabei, der Micha. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.